Guten Tag, ihr Mega-Reality-Stars. Letzte Matching Night lief ja nicht so richtig Bombe. Dafür habe ich das Gefühl, dass ihr endlich mal Bums in die Bude kommt. So wie es sich für eine richtige Dating-Show gehört. Daran wollen wir anknüpfen mit unserer 8. Challenge. Heute wird geknutscht. Ich freue mich. Ihr euch auch? Also ich denke, die Jill wird bestimmt Gas geben. Die Kathleen bestimmt auch, weil die ja noch so ein bisschen lost ist. Sie weiß ja noch nicht wirklich, wer jetzt ihr Perfect Match sein könnte. Ich gebe Vollgas und ich habe Bock. Mädels, ihr habt das in der Hand. Denn wer auf ein Date gehen will, der muss nämlich einfach nur gut küssen. Und zwar mit den 5 Jungs, deren Lippenfertigkeit ihr schon immer mal testen wolltet. Es ist einfach total ein irres Spiel. Jungs, ihr bekommt eine Augenbinde auf, damit ihr nicht seht, wer euch küsst. Ihr sollt einfach nur ganz neutral bewerten, wie gut ihr geküsst werdet. Die beiden Mädels mit der höchsten Punktzahl gehen auf ein Date mit dem Mann ihrer Wahl. Also ich muss sagen, es ist das, was ich mir schon seit Tagen oder Wochen wünsche, dass hier mal ein bisschen was abgeht. Ich glaube, die Challenge wird heute nicht so wild wie mein Bikini, weil ich jetzt überhaupt nicht weiß, ob ich überhaupt jemanden küssen soll oder ob ich jetzt einfach über meinen Schatten springen soll und es einfach tun soll. Ja, ich bin mir im Moment noch so ein bisschen unsicher. Einzige Regel an euch Mädels, es wird nicht gequatscht. Höre ich einen einzigen Ton, wird disqualifiziert. Bin ich knallhart. So, spitzt eure Lippen, wärmt eure Zunge auf. Macht euch bereit. Manu kennt das Spiel schon ein bisschen. Ich glaube, es gibt andere, die im Vorteil sind. Wer mich heute küsst, ist mir egal. Ich habe eh die Augen verbunden, ich sehe es eh nicht. Also go on. Und die erste bist du. Ich mache es einfach ganz leidenschaftlich, damit ich möglichst viele Punkte bekomme. Ooh la la. Da will jemand auf ein Date. Oi, oi, oi. Dann frage ich mal die Jungs, wie ihnen der Kuss gefallen hat. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich locker eine 11. Diogo, erzähl. Würde ich eine 8 geben. Jamie. Ich würde dem Ganzen auch. Eine 7 gebe ich dem Ganzen. Manuel. Es war ein sehr, sehr guter Kuss. Eine 8 würde ich geben. Dann Alex. Ich würde eine 8 geben. Ich fand ihn gut. Joshua. Gebe ich eine 6. Dann starten wir mit der nächsten Dame. Direkt Boom Boom Room. Ihr dürft bewerten, Diogo. War ganz okay. Die Zunge war aber ein bisschen rau oder so. Würde ich eine 4 geben. 6 Punkte. Ich glaube, wir haben uns nicht so richtig verstanden mit der Zunge. Deswegen würde ich eine 6 geben. Eine 7. War mir ein bisschen zu wild mit der Zunge. Deswegen muss ich da leider nur eine 6 geben. Die nächste bist du. Danilo. Schöne Lippen, romantisch, sexy. That's my girl. 10. Ideal wäre natürlich, wenn Aurelia gewinnt, die meisten Votes bekommt und dass wir auf Date können. Das wäre natürlich mein Traum. Hoffentlich passiert das auch. Tommy. 4. Gute 5 Punkte. Ich gebe eine 3. Eine 4. Dann hoffen wir, dass die nächste wieder ein bisschen mehr rangeht. Sieht schon besser aus. Das waren 5. Tommy. 7. 6 Punkte. Eine 8. Von mir auf jeden Fall 9 Punkte. War gut. Ich würde so eine 3 sagen. Du. Ich
das kann natürlich auch sein, dass die Finja jetzt diese Situation ausnutzt, um ja, die Zunge ein bisschen mal in den Hals reinzustecken. Tommy, was sagst du? 5. Ich würde auch 5 sagen. Ja, Blödsinn. Ist ja nicht so gut. 4. Ich würde 6 Punkte geben. 7. Ist die nächste. Schon wieder Jamie. Mensch, Jamie, du. Vielleicht ein bisschen zu viel Zunge. Ich würde sagen 6. Danilo. 4. Ist ja nicht schwer, diese Frau zu erkennen. Und da wir ja auf ein Date müssen, das ist auf jeden Fall eine 10 dann. Da geht jemand taktisch an die Sache. 10 Punkte. 5 Punkte. Wir haben heute einstimmig quasi beschlossen, dass ihr auf keinen Fall auf ein Date gehen soll, weil wir ja unsere Perfect Matches finden wollen. Und da ich ja sowieso das 5. Rad am Wagen quasi bin und zu irgendjemand dazugehöre, haben wir gedacht, wir lassen mich besser nur im Spiel, weil das einfach wenig Sinn machen würde, weil ich mit vielen zusammenpassen würde. Ich gebe eine 3. 5. 3 Punkte. Auch eine 3. Von mir 5. You're the next. Das ging schnell. 7. 5 Punkte. 5 Punkte. 2 Punkte. Von mir 4. Okay. Nächste. Mal wieder. 5. 6. Jamie. Da hat jemand auf jeden Fall im Aschenbecher gebadet. Daher leider Gottes 5 Punkte. Das war halt für mich zu viel, ob sie gerade eine Kippe geraucht hat. So. Und das bitterer Nachgeschmack, was soll ich sagen. Ich gebe einfach eine 4. Ich würde eine 5 sagen. Die letzte. Jamie, Spitzenreiter. Ich fand die Challenge im Nachhinein doch ganz lustig. Vielleicht kommt ja noch mal so ein Spiel und die Jungs dürfen uns küssen. Fände ich jetzt nicht so schlecht. Zum allerletzten Mal, Joshua. Gebe ich eine 7. Ich habe gemerkt, dass die Sarah mich geküsst hat. Ich habe ihr trotzdem nur 7 Punkte gegeben, weil ich gemerkt habe, dass sie die anderen genauso geküsst hat wie mich. Und ich habe mir einfach erhofft, dass sie bei mir ein bisschen mehr Gas gibt. 5. 7. Ich gebe eine 6. Okay, Jungs, ihr dürft einmal die Brillen abnehmen. Wir haben auf jeden Fall 2 Gewinnerinnen. Die Frau mit der besten Bewertung beim Küssen ist Kathleen. Herzlichen Glückwunsch. 20 Singles suchen ihr Perfect Match. Und ihr sicherlich neue Videos. Die gibt's hier. Und die ganze Staffel gibt's dort.